So Leute, sind wir wieder bei Vegasylph, hier mit Sefi und Jutes. Hallo. Bei Fire Emblem, ich wollte gerade sagen bei Herr der Ringe, aber das haben wir jetzt ja hinter uns. Ja. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich muss mal eben kurz überlegen, wo wir überhaupt aufgehört haben. Irgendwo hier. Zwischen Krempel und Plemplem. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig vorgehen, weil, wir fast in Ziaks Reichweite sind und wir wollen Ziak hier anwerben und nicht töten. Wobei es auch nicht schlimm wäre, wenn wir ihn töten würden, dann würde er nur weiter bei Mikayas Truppe bleiben. Und ich denke, in Ikes Gruppe ist er besser aufgehoben, weil er da wesentlich mehr EP sammeln kann. Deswegen, ja, ich hätte ihn ganz gerne da im Team. Wir könnten uns noch einen Vorteil ergaunern, weil... Oh, Shinon, ich werde euch beschützen. Stellt euch vor, ich wäre euer Retter. Einverstanden. So klingt das Geld. Nun, ich denke, das geht in Ordnung. Dann kann ich ja ein Nickerchen machen. Hey, das war ein Witz. Ah. Selten so gelacht. Echt. Vegasylph, nur mit Humor. Entertainment pur. Echt. Vor allem mit Katrin, das ist so ein Spaßbuch, der lässt den Gegner mit 1 KP zurück. Du hast nur noch 1 KP. Das ist, glaube ich, die schlimmste Strafe überhaupt. Jetzt muss ich Soren da wieder zum Flicken hinstellen. Los, Schein, Adept, mach ich platt. Christian, noch so, ich bombardiere dich mit Special Effects zu. So, dich visiere ich ab. Mist. Oh, gut, dass Razor noch da ist. Ah ja, bring dich in Sicherheit. Bist du denn des Wahnsinns? Raus aus dem Radius. Okay. Aber geh raus, na gut. So. Phew, genau richtig hingestellt. Das ist ja egal, auf wen der geht. Dann kann ich ihn ja wieder abvisieren. Zirk. Kann die nur mit dem... Toll, Zirk, dein Name ist im Weg. Kann die nur mit dem Sturmschwert angreifen, wenn er sie überhaupt angreift, was ich mal ganz stark bezweifle. Also bei Lethe weiß ich, dass er die nicht angreifbar ist. Null bin ich mir nicht so sicher. Ich schätze es aber mal, weil er mag Kieler Gutz auch so gerne. Hallo! Kuckuck! Boah! Das würde ich dir sogar überleben! Mhm. Welche Waffen ist du denn aus Versehen noch? Dann würde sich ja Kühnheit aktivieren. Oh Gott, das wäre ja der Albtraum schlechthin. Ich weiß nicht, warum man ihn Albtraum aller Gegner nennt. Weil es so ist. Ja. Ist einfach so, gewöhnt euch dran. So, daran heilt sich mal. Ja, die stellen sich natürlich auch so bombastisch hin. Aber. Puh, ich greife mal Gatri anstatt in der Laguze, die ich mit der Leiste senken könnte. Nein, ich gehe auf Gatri. Den ich sowieso nur Schnitter habe. Ja. Oh, ich hätte vielleicht einen Wurfball ausrüsten sollen. Hätte ich machen sollen. Ja. Aber ich dachte, nein, der kommt dann natürlich nicht an. Ich wollte ihn da mit der Meisterlanze kaputt machen, bevor er irgendwie gefährlich werden kann. Ich waffne ihn mal lieber und töte ihn dann. Wenn es sicher ist. Sicher ist sicher. Ja, bist du sicher? Sicher bin ich sicher. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich das Feld lichtet, aber kommen hier immer mehr Gegner. Ich glaube, mir ist das auch schon ein paar Mal passiert, dass ich Ziak angeworben habe und er dann von der ganzen Gegnermasse kaputt gemacht wurde. Oh, hi Leo! Ach, wie süß! Oh. Er hat nicht mal Text. Nein. Das haben die auch, glaube ich, nur, wenn die alten Charaktere angreifen. Ja. Glaube ich. Ja, ich bin wieder da. Ja, Ziak wehrt sich nicht. Nicht gegen Lakutz. Null. Lieber lässt er sich von Lakutz töten, als die noch nur einen Kratzer zuzufügen. Ziak! Lethe! Du hast mich das letzte Mal besiegt. Hat er? Aber dieses Mal wird es anders sein. Mach dich bereit. Du ergibst dich nicht? Ich bin ein Krieger. Ich kämpfe bis in den Tod. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Dann komme ich mit dir. Stehe zu Diensten, Lethe. So wie früher. Einverstanden? Was? Warum? Deine Soldaten nennen diesen Krieg die Halbmenschenjagd. Du weißt, wie sehr ich dieses Wort hasse.
dahin wird sich verändern. Das war es, woran ich geglaubt habe. Aber nun? Ich kann einfach nicht nur zusehen. Dieser Krieg ist der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Ich kann nicht weiter für Darin kämpfen. Du besitzt keine Clown, aber dein Herr schickt eher für die Laguz als für die Beorg. Willkommen in unserem Stamm, Ziak. Willkommen im Stamm der Sieger. Und daraufhin schnitzel ich erstmal Bogenschützen. Hi Leute! Überraschung! Hulu, kommst du mit? Okay! Attacke! Mit E! Yes. Schade, hätte sich nochmal Adept aktiviert, hätte ihn gekriegt. Ja. Aber das war schon sehr lustig. Spektakulär. Das hat man schließlich nicht jeden Tag. Ah, Festland. Ach, die sind ja auch für ihn sehr ungefährlich. Ja, yeah, mach ich den Bogenschütz mal kaputt. Ich elvindisiere ihn mit Adept. Schein hätte mir besser gefallen. So. Das war immer ein Bogenschütze. Es kann nur einen geben. Und der eine kommt nicht ran, das ist doof. Dann macht der eine eben ihn kaputt. Irgendein wird er von euch kaputt machen. Könnt euch sogar aussuchen, wer. So fair bin ich dann auch. So, friss das! Lecker. Bogen. Ich meine natürlich Pfeil, meine Leibspeise. Deswegen bin ich auch Bogenschütze geworden, aber gar nicht die Feiernelle bei dir. Lol. Schlecht über Gatt. Wir können nämlich nur... Einmal Langspeer, frei Haus! Yay! Als wenn ihn das interessieren würde. Was? Jemand greift mich an? Kann nicht sein. Was? Niemals. Und wollte ich auch was sagen. Was? Niemals. Ah ja, begibt sich in den Sumpf. Lol. Ein Sumpfmonster. Aber da steht von eingekesselt. Wir nehmen die Sumpfgute. Die Abkürzung. Oh, sie kann sich doch so recht gut bewegen. Ich muss sie sowieso nur einen halben Schlag wählen. Sie hat, glaube ich, den nur zweimal. Und trotzdem werfe ich ihn so aus dem Fenster, weil ich's kann. Nice. Wow. Und ich wollte ihr erst Bonus-EP geben. Hätte ich mir den Arsch gebissen. Den gemacht. Kann Ayuga den wieder so toll platt machen? Natürlich nicht. Diesmal will ich nicht aufs Glück hoffen. Ach, der kommt schon her. Wenn er was will, dann wird er kommen. Na. Ich hätte auch den anderen angreifen können. Tja, aber vielleicht hätte es eine andere kritische Wahrscheinlichkeit gehabt. 6. Dann weiß ich auch nicht. Ich war die beflügelte Einheit. Ich hätte den beiden ein bisschen Satori-Kraut geben sollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was hast du? 9. Wow, Mann, bist du gelenkig. The Dancing Queen. So doof, dass nicht alle vom Schwarzen Ritter stehen, weil die nehmen alle seine Reichweite weg. Sonst könnte ich viel genauer abschätzen, wie er laufen würde. Was haben wir denn hier noch? Ist ja fast alles im Arsch. Was denkst du uns an Reichweite angeht? Machen wir mal Leo kaputt. Hallo Leo! Was? Ich hab dir doch nichts getan. Wow. Ich dir aber. Nämlich wehgetan. Kopf ab. Alles ab. Da steht, oh, bin tot. Ich hab mal gerade gemerkt, ich bin tot. In dieser Schlacht sind wir einfach übermannt worden. Das ist Irrsinn. Mikaya, es tut mir leid. Ich muss mich in einstweilen zurückziehen. Wieso sagen sie mal einstweilen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein... Sie haben alle eine einstweilige Verfügung. Also wenn, der blockiert noch den schwarzen Ritter. Ich glaube er auch, oder nein? Ich glaube, ich packe mal lieber da. Ja, sicher, sicher. Nicht, dass da noch ein Blackie kommt. Kuckuck! Du hast ja noch 6 Züge. Ja, zum... Ach, hi! Jana! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ist hier ein Bogenschütze? Ich glaube, den einzigen Bogenschützen, den wir hier haben, habe ich gerade gekillt. Ja. 4, 5, 6, 7!
Hallo, Edward! Oh, wie süß! Bäm! Voll den Kopf abgemäht. Ja. Yeah. Meine Rippen! Und alles andere! Es tut mir leid, Mikaya. Ich muss mich zurückziehen! Entzweilen zurückziehen? Das stand da nicht! Nein. Noch lebe ich! Uah. Aua! Pass mit deiner Axt auf, wo du hinwirfst! Ey, du Arsch! Lass meinen Sohn in Ruhe! Ist ja nicht so, als wenn er eine ernsthafte Bedrohung werden könnte. Ey, du greifst mich an, so gehe ich ihn als erstes. Sehr nice. So das Elfen nicht. Ja. Oh, stimmt, einer war dabei. Das war wohl, glaube ich, auch. Oh, da ist noch unten ist noch einer. Mensch, Soren. Sein Elfen sind kaputt. Da kann er nichts für. Er kann nicht. Ich dachte schon, Soren wäre kaputt. Er kann nicht mit bloßen Händen kämpfen. Na, vielleicht mit Stab zerkloppen. Das vielleicht, ja, aber nicht im gleichen Zug. Beides auf einmal geht nicht. So Buch kaputt, wegwerfen, ding, ding, ding. Das könnte ich mir bei Ihnen sogar vorstellen. Okay? Hm, wenn das kann. Die Weibernritter scheinen hier nicht mit Intelligenz geglückt zu wollen. Obwohl der Weibern hat sich geweigert. So, nein, das daran, da möchte ich nicht. So ungefähr. Ja, auf der einen Seite ist Noro und auf der anderen Seite ist daran ist alles schlimm. Jetzt soll ich ihn gleich nochmal kaputt hauen oder was? Also, was soll ich denn sagen? Das ist voll ein Stau. Stau der 1. Stau überall. Ja, jetzt kommt Stau über der 1. Das auch. Ich sag doch Stau überall. Stau, du. Ob bei den kritisch? Ich glaube nicht. Dann kein. Nee, kein Reiz der Ayuga, der verwandelt sich eh gleich so. Vielleicht kannst du ja nie schaffen. Das denke ich mal. Aber ich möchte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist mir zu riskant. Ich mache erst wieder kaputt. Dane da. Hallo Dane da. Wir sind Dane da. Sag mal, läuft hier da ein Name? Ach, der nichts läuft. Ja. Er ist halt absolut über. Die einzige Bedrohung, die er hier hat, ist der Schwarze Ritter. Dafür ist er daran noch nicht hoch genug gelevelt. Deshalb bewegen wir uns hier auch so vorsichtig vorwärts. Mal in einen Angriff. Was ist hier mit den Falken los? Hatten die irgendwas am Vogelfutter? Kamera holen. Ja, das sowieso. Das sind halt ein paar Spaßvögel. So, dann kann ich eigentlich schon mal da hinstellen. Dann geht er nämlich hier gleich auf. Geht Blackie gleich auf ihn, hohe Attacke. Dann rette ich ihn mit Darahan oder mit einem anderen Vogel und fliegt dann hier wieder zu den anderen. Die haben doch alle einen Vogel. Na, Oscar, ich bin so unfähig. Aber ist wenigstens der doofe Weibern hier endlich weg. Immer muss Shinon ran. Immer dasselbe. Haha. Ich bin tot. Wenn er noch dieses eine Feld gehen könnte. Dann ist es da, wo Lele steht. Ja, das ist, glaube ich. Ich stehe wieder darin. Wollen die mich verarschen? Ich muss Ziehablein das machen. Schade, dass er den Schnitter nur noch zweimal hat. Lanta muss er mal die Stahlschwerter rausholen. Das muss reichen. Ja. Ich glaube, der ist im Gegensatz zu den anderen noch sehr unterlevelt, wenn ich das mal kurz checken darf. Also da ist der Rest, den wir so benutzen, und da ist Ziak. Null. Man, es fehlen ungefähr 4 bis 5 Level. Die man aber kaum merkt. Hätte ich ihm das getauscht, dann könnte er die Nacktab machen. Naja, was soll's. Ist aber nicht stellen, mal in die Mitte. Den kann er sowieso nicht doppeln. Kann er sich anstellen, wie er will. Ich glaube, ich mache erstmal ihn da kaputt. Dass der aufhört, dich andauernd die Leute zu heilen. Ist ja furchtbar. Der Schmorne, hallo. Es wäre mal schön, wenn sich Schein aktivieren würde. Lol.
Wie das aussieht mit dem Langspeer. Die Stahlgroßlanze macht mehr Schaden als die Stahlstabachse und ist noch genauer. Wollt ihr mich verarschen? Das ist bestimmt der Bonus vom Waffendreieck. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder die Entwickler haben hier das Balancing wirklich komplett versemmelt. Hm. Das letzte kleine bisschen Balancing, das im Spiel war. Nicht, dass wir Balancing von vornherein gehabt hätten. Ja. Das macht mich jetzt interessant. Ich meine, das macht mich jetzt gespannt. Okay, ich habe meinen Glauben in die Menschheit doch nicht verloren. Aber nur ein Punkt. Oh, sie hätte doch noch vier. So, Raison geht mal hier zur Flugarmee. Des Todes. Des Todes, das sowieso. Sind wir nicht alle tödlich? Zu nah. Es ist sie. Wer bist du? Sie hat mein Freund. Ich bin nicht mehr da. Aua! Warte. Was sieht aus? Ich finde das immer so geil. Ich finde nur noch Astra. Ja, das kann er ja leider noch nicht. Er muss ja erstmal aufsteigen, um Astra zu lernen. Aber dann geht's hier richtig ab, sag ich. Dann läuft dir die Uzi. Da macht sie ein Paddy. Und das nicht zu knapp. Noch so. Nee, wird Zora nicht besiegen, sein, es aktiviert sich Adeptorschein. Es wäre nice, wenn Lecky mal langsam. Alter, der steht auf Schmerzen. Nein, hör auf, mich zu heilen! So, du lebst also. Irgendwie wusste ich, dass es noch nicht vorbei ist. Natürlich ist es nicht vorbei. Du warst ein Junge und wolltest den besten Schwertkämpfer der Geschichte gerecht werden. Und doch bin ich derjenige gewesen, der an jenem Tag aus dem Schloss gegangen ist. Dafür musst du deinen Vater danken. Als du erzählt hast, dass er sich die Seele der Schwerthand durchtrennt, habe ich bemerkt, dass ich nie wirklich gegen ihn gekämpft hatte. Lediglich gegen einen Schatten seiner selbst. Was willst du damit sagen? Ich sah sofort, dass du deinen Vater nicht das Wasser reichen konntest, aber vielleicht eines Tages. Also tat ich das Einzige, was dich weiterleben ließ. Ich schenkte dir den Sieg. Das hast du nicht wirklich getan, nicht wahr? Ich meine, das hast du wirklich getan, nicht wahr? Ich habe diesen Kampf so oft durchlebt. Wieso habe ich es nicht eher bemerkt? Du konntest es einfach noch nicht sehen. Aber ich musste dich überleben lassen, damit du weiter trainieren konntest, um eines Tages Greiz Erbe anzutreten. Die Segnung meiner Rüstung ist aufgehoben. Dann lass uns herausfinden, ob heute vielleicht dieser Tag ist. Ich schwöre dir, dass er es sein wird. Beginnen wir. Ding, ding, ding. Hallo, Blackie, ich ein. Setze mich ab, ich bin völlig wehrlos. Aua. So, war nett mit dir, wir verpissen uns. Soll erfüllt. Mission complete, Teil 1. Zumindest. Ja. Part 2 wird ein bisschen kniffliger, aber ist durchaus möglich. Ja, schau mal, was du an 4 Zügen schaffst. 4 Züge kann ich mehr machen, als du denkst. So, Blackie, wie weit kommst du? Schön, dass der Rachen da so geil steht. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich ihn setzen darf. Ich speichere mal wieder. Es könnte sich um eine langwierige Operation handeln, wenn ich präsentiere mal, wie es aussieht. Mit Großlanze. Ah. Das ist jetzt nicht sonderlich. Ah. Ja. Mein Ziel ist es halt, Blackie hier wegzulocken, damit Mikaya von Sota, angegriffen werden kann. Sich jede schwarze Risse aus dem Türkisch ermordet. Ich sehe wieder nichts. Das sind 3, wenn ich das richtig sehe. 1, 2, 3. Du hast ja, glaube ich, 6 oder so, ne? Ja, 1, 2, 3. Schilf minus 1. Also 4. Stell dich mal da hin. Mist. Ja, wir müssen uns hier eh vorbearbeiten. Na gut, Taxi-Service. Echt. So, dafür sollte es noch reichen. Ich muss endlich mal diese Schwertkämpfer hier wegkriegen. Die halten uns wieder viel zu lange auf. So. Na, wir müssen die ja nicht unbedingt
besiegen alles, reicht ja, wenn die einmal kurz gegeneinander kämpfen, Kapitel ist vorbei. Das sollte man irgendwie hinkriegen. Ja, wie gerade eben. Ja. Cool. Das sollte jetzt nicht so das Problem werden. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Der Weg ist ja auch nicht mehr so weit. Ja. Das macht richtig gut, das ist das so. Also. Ich probiere es einfach mal, wann ich es kann. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er trifft. Ja, bin ich sehr traurig. Ich bin enttäuscht. Für eine Sekunde ist mein Herz stehen geblieben. Alter, Tier, was ist mit deinem Biorhythmus los? Tja. Tja, bist du unglücklich? Er geht langsam in die Unglücklichkeit. Er ist normal, das ist normal. Wie geht's doch so normal halt, ne? Dann heile ich dich zumindest. Ich möchte nicht riskieren, dich hier zu verlieren. Wenn du schon nichts geschissen kriegst. Wer beschützt jetzt Aria? Die reicht aus. Okay. Das habe ich so beschlossen. Außerdem. Sie hat 18, 9. Das heißt, sie macht 26 Schaden. Doppelt nicht. Sie hat 31 KP, das überlebt sie. Sie hat einen Abend von 8, von 85. Er hat einen Trepp. Ist die Frage, ob er überhaupt trifft. Verstehe. Ich meinte nur. Sollte nicht viel passieren. Siehst du? Ich hab's auch nur gesagt. Ist immer noch besser als. Judith, warum sagst du nichts? Wegen dir hab ich Aria verloren. Ich hab ja vorher gespeichert irgendwo. Ja, von da, von Blackie, bevor du da rangesetzt hast. Ach, dich gibt's ja auch schon. Nee, dann kann ich den wenigstens wegmachen. Hat auch den Vorteil, dass ich ihn da angesetzt hab. War nicht so schlimm. Boah, was war ihr denn gerade? Zuckungeln. Ich fuchtel wild um Megas Dara. Vielleicht geht er weg, wenn ich bedrohlich genug herumfuchtle. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich bin voll geskillt, Alter. Fuchteln. Das sowieso. Das ist echt so ein kleines Stehaufmännchen. Nee. Oh. Der Part ist vorbei, Leute. Ich hoffe, ihr hat euch der gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann spannend mit den letzten Zügen weiter. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.